herzliches Grüß Gott für eine weitere Kurzsendung. Heute wollen wir uns einfach nur mal anschauen, wie wir uns unseren Blutdruck unterstützen können. Und leider haben so viele Leute mit Diabetes zu tun. Aber wir werden nicht der Schulmedizin da jetzt reinpfuschen. Wir schauen, dass wir selber was dazu beitragen, dass unserem Körper gut geht. Wir haben jetzt da draußen in der Natur, was Sie noch wirklich bald holen sollten, ein Mistel. Sie sehen da ein Mistel. Und zwar, jetzt in der Jahreszeit sind die Beeren schon fast runtergefallen. Also jetzt ist an und für sich eine gute Zeit, Mistel zu sammeln und trocknen. Und den Misteltee, den machen Sie bitte so, dass es am Abend diese getrockneten Blätter in Wasser legen und dann in der Früh erwärmen auf Trinktemperatur. So trinkt man einen Misteltee, so können Sie einen hohen Blutdruck oder eigentlich sogar allgemein blutdruckmäßig ein bisschen ins Lot bringen. Ich habe das natürlich auch in die Bücher drin, natürlich lebenswert mit Heilkräuter und Selbstverantwortung. Die Mistel habe ich in alle drei Bücher sogar drinnen. Auch in dem Buch Ich stehe auf unsere Heilkräuter. Das habe ich schon vor Jahren geschrieben, das Buch. Aber die Mistel ist da jetzt, kommt auf jeden Fall da immer vor. Und zwar als letztes Kapitel in der ganzen Serie, weil da geht es ja vom Februar weg, das ganze Jahr durch. Und die Mistel ist eindeutig mein letztes Kapitel in dem Buch, weil einfach die Jahreszeit jetzt am besten war, dass sie es sammeln. Und Mistel gleicht den Blutdruck immer ein bisschen aus. Wichtig ist auch, dass man natürlich bei der Ernährung schon ein paar Sachen ein wenig in, naja, mal ins Visier nehmen. Es muss der Zucker weg. Wir müssen den Zucker weniger machen. Ein einfaches Mittel ist auch, dass man einen Schwedenbitter, einen Esslöffel in einen halben Liter Wasser tut, schluckweise Vormittag trinken, Nachmittag nur einmal so einen Esslöffel Schwedenbitter, aber ohne Kampfer nehmen wir den, in einen halben Liter Wasser schluckweise trinken. Das macht Schleimhäute feucht, ich erwische keine Viren, aber ich tue auch den Stoffwechsel anregen. Unterstützt die Organe beim Regenerieren. Also es ist schon recht eine wichtige Sache, dass wir beim Bitteren wirklich dranbleiben. Beim Blutdruck und vor allem auch die, die schon Diabetes haben, wächst schon ganz was Besonderes. Ich habe meinen ersten Löwenzahn jetzt da. Und so eine dicke Pflanzen, also das finde ich echt toll, was der schon auswächst. Gehen ans Haus, Sie holen Sie eine Löwenzahnblätter. Kommen Sie in den Wurzeln aus. Jetzt ist auch Wurzelzeit noch, bevor die Blüten so intensiv rauskommen. Jetzt ist es an der Zeit. Löwenzahn hat viel Bitterstoffe drinnen. Und nehmen Sie es in die Ernährung mit ein. So kann ich Diabetes unterstützen. Die was Diabetes haben, die werden ja auch ständig messen. Man kann ja ein bisschen mal schauen, ob ich nicht selber auch was verbessern kann. Sie haben es ja eh gelernt irgendwie, wie es messen müssen. Und nachdem sollten Sie halt auch, und dann schauen Sie halt, dass Sie mal ein bisschen gesünder leben. Es ist auch der Weizen das Problem, gell? Weizen ist leider nicht mehr das Nahrungsmittel, das uns gut tut. Also Sie kriegen irgendwo noch einen biologischen, einen ganz einen nicht manipulierten und so weiter. Das wird zwar schwierig. Aber gehen Sie halt auf andere Getreidesorten. Wir haben einen Dinkel, wir haben einen Korn. Also wenn ich ein Roggenbrot ist, habe ich sicher was Gescheiteres wie ein Weizen. Weißbrot ist nicht gut für uns. Und eben auch nicht der Zucker. Und da sind wir bei den Punkten. Also das sind Sachen, die Sie immer in meinen Büchern finden. Also da ist es jetzt eher in der Kurzform drin, da ist mit der Mistel drinnen, ist aber auch natürlich was über Löwenzahn dabei. Aber in dem Buch Natürlich lebenswert ist es ein ganz ein kurzes Kapitel drin, wo Sie wirklich ein bisschen motiviert werden,
mehr selber zu tun. Die Verantwortung übernehmen, das, was ich jetzt mal sage. Wir machen jetzt lauter so kurze Beiträge, damit wir ihn wirklich jede Woche motivieren können. Ich möchte ihn ja jede Woche da wegen. Wir werden uns jetzt das nächste Mal dann diese essbaren Winterkräuter anschauen. Da werden wir Fichtennadeln essen. Oder eben auch verschiedene Wurzeln und so weiter. Also es lässt sich in alle Richtungen was machen. In alle Richtungen. Wir müssen selber die Motivation übernehmen. Wir sind verantwortlich für unseren Körper. Nicht irgendein Pulver oder irgendeine Institution. Wir sind's. Wir selber. Und das, wenn wir das begriffen haben, dann tut uns viel nicht mehr weh, was wir da alles draußen alles hören auf der Welt. Gut. Ich denke, ich habe für Ihnen noch einen kurzen Bibelvers. Und dann, na, eigentlich heute ist er mal länger, und zwar vom 1. Korinther ist er. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr nun und den ihr von Gott habt? Okay, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib. Das heißt, wir schauen auf uns selber. Das ist unsere Stärke. Wir schauen auf uns selber. Und wir stopfen nicht Zucker rein und wir stopfen nicht Weißmehl rein. Wir gehen auf das Einfachste zurück. Die Zeiten rundherum werden anders. Aber wir verhungern nicht. Wir haben Wildkräuter. Und das schauen wir uns nächstes Mal an. Ich bedanke mich für heute und freue mich schon aufs nächste Sendung. Danke.